So Leute, und willkommen zu einem weiteren Part des Yu-Gi-Oh! Online Death Road Formats hier auf meinem Kanal. Ja Leute, ihr seht richtig, und ich würde einfach sagen, wir setten Demon Face Down und sagen End Turn. Ja, wie gesagt, wir spielen heute einen komplett neuen Archetype, Leute, den es noch gar nicht gab hier. Beziehungsweise, die ist noch gar nicht mal, der gar nicht mal released wurde hier in Deutschland. Oder in Europa oder in Amerika, sondern nur in Japan. Und zwar sind das die Necklaws. Cooler Archetype, meiner Ansicht nach. Sind Ritualmonster. Ritualmonster haben lange nichts gerissen, aber jetzt gibt es endlich mal wieder einen Archetype, der sagt, hey, wir sind gut. Wir machen MST mal auf die hier random. Was war die erste, die verdeckte liegt, von daher sollte es vielleicht was Gutes treffen. Hätte ich jetzt gesagt. Und wir treffen, oh, Young Sings spielen wir. Okay, jetzt wo wir schon mal wissen, gegen was wir spielen, gehen wir auch dementsprechend vor. Gut, was machen wir? Wir aktivieren mal brauche ich Klausus Effekt gerade eigentlich nicht, oder? Ne, wir searchen uns einfach mal was. Wir searchen uns einfach mal was. Und zwar searchen wir uns, würde ich sagen, uns genau. Den Ahngewand Nutzer. Genau, das ist das Monster, um das sich alles dreht, weil dieser Nutzer hat all diese ganzen Synchromonster an. Deswegen, das ganze Deck dreht sich um... Moment, wie mache ich das am schlauesten jetzt? Am schlauesten wäre, wenn ich jetzt erstmal eine Summon durchführe, sodass ich Doppeleffekt durchkriegen würde, oder? Ne, ist jetzt egal. Ich brauche auf jeden Fall erstmal Monster, um ein Play zu machen. Das ist gerade wichtiger. Von daher search ich mir jetzt erstmal mein Monster, was ich rufe gleich. Und zwar wird das sein mein Trishula. Ich muss mir erst Bryonic searchen, dann mit Bryonic kann ich mir dann den Trishula searchen, weil ich kann nur Stufe 7 zumindest searchen mit dieser Karte. Genau so funktioniert das. Das ganze Deck ist eigentlich ziemlich konstant, sehr konstant aufgebaut. Man kann sich alles suchen, was man will. Das ist das Geile an diesem Deck, was ich so gut finde. Weil das ist einfach das, was ich sehr mag in Yu-Gi-Oh! Dieses ganze Konstante immer. Deswegen, Consistency sagt man auch. Deswegen ist ziemlich cool und es kommt die Warning. Oh, das war jetzt ein bisschen doof. Das hat mir gerade ein bisschen was kaputt gemacht, aber ey, was können wir hier aktivieren denn? Den Mirror. Dann aktivieren wir den Mirror mal, ne? Legen wir Bryonic weg. Und können uns wieder was searchen. Ist das nur once per turn? Der Mirror? Ich meine schon, oder? Kann er nicht? Ich kann ihn, glaube ich, öfter nutzen, oder? Kann das sein? Nee, kann ich nicht. Okay, aber egal. Wir sorgen wir schon mal ein Play für den nächsten Zug. Das ist schon mal ganz gut. Wir müssen die mal jetzt weg, weil... Wenn da schon mal alles ist... Ja, genau, das ist die Scapegoats, ne? Fick dich doch! Mann! Egal, sein Feld ist voll. Das ist schon mal super. Dann machen wir was anderes. Search for the Mirror mal. Jetzt haben wir beide Clips, beide Spells. Das ist super. Was kann ich denn rufen mit dem? Kann ich damit einen Trishula rausbasteln? Tatsächlich, geil. Das läuft ja. Das läuft ja richtig gut. Ich habe gedacht, ich kann damit... Ach, ich habe ja ihn gehabt, deswegen. Also von daher, ziemlich random. So, wir banishen ihn, und wir banishen... Keine Ahnung, ist egal. Doesn't matter. So, wir haben alles gebanished. Und jetzt kriegen wir noch einen Search, weil wir ihn durch eine Ritualbeschwörung auf den Friedhof gelegt haben. Und wir searchen uns damit einen... Noch ein Trishula, der... ich würde schon sagen, noch ein Trishula. Ja, noch ein Trishula searchen wir uns damit. So, wir brauchen unsere Battle Phase. Ihr seht schon, der Gegner nur noch eine Karte in der Hand und drei Token auf dem Feld. Das ist nichts. Und ja, die ganzen Necklaw-Monster, wie ihr schon gesehen habt, haben auch Abwurfeffekte. Wenn man ihn abwirft, dann schützt er vor Target-Effekten. Wenn man Bryonic abwirft, dann kann man was suchen. Wenn man den Klausas abwirft, dann kann man... eine Zauberkarte suchen, das ist ziemlich geil. Und jetzt können wir den zweiten Trishula rausbasten. Das ist pretty badass, guys. Das ist wirklich böse jetzt. Trishula. Dann haben wir wieder ihn von der Hand weg, damit wir wieder einen Search bekommen. Trishulas Effekt aktiviert sich wieder. Wir können wieder banishen. Und wir sind einfach mega all in, ey. Das Deck ist einfach so unfair. Und die Finish Chain kommt. Ja, okay, das ist egal. Da habe ich kein Problem mit meinem Freund. So, wir searchen uns einen... Bryonic. Und aktivieren Bryonic. Und holen uns dann ein... Decisive Armor, würde ich fast sagen, oder? Brauche ich jetzt eine Decisive Armor? Eigentlich nicht. Also, nichts von ihm kann uns eigentlich hier drüber attacken. Ich kann mir eine Normal Summon holen. Dann kann ich einen Token zerstören. Wäre das cool? Das wäre in dem Fall, glaube ich, sehr gut sogar. Ja, das mache ich sogar.
Damit er einfach gar nichts mehr hat. So. Zack. Ach schon, da hat er noch ein Monster. Aber ein Monster ist nicht viel, von daher egal. Er kann jetzt erstmal schön topdecken. Ich hätte jetzt noch neun Monster reinmachen können. Hätte ich jetzt noch schön overlayen können, aber hey. So viel Glück habe ich gerade nicht gehabt. So, es hätte wieder. Deswegen, ja, Young Sings sind schon gut. Geht so. Deswegen, wenn man aber sie banisht, dann sagen sie auch, oh fuck. Sollen wir Rageki wirklich benutzen dafür? Das wäre echt lame. Aber hey, Young Sings. Scheiß drauf! Hau mal einfach mal weg hier alles. Zack. Attack, attack. 3000 Punkte hat er noch. Also wenn er jetzt nichts hinlegt, dann haben wir eigentlich so gut wie gewonnen. Oh, mein Akku ist leer, merke ich gerade hier von meiner Cam. Hier gar nicht anders? Ja, ich mache ja Yu-Gi-Oh! Da brauche ich gar keine Cam. So, Supply Scroll. Er will ja auf jeden Fall irgendwas crashen, wie es aussieht. Oder auch nicht. Er will auf jeden Fall, dass wir irgendwas rein attacken. Klauselos. Let's give us a search for this. Oh, for this. Was in dem Fall besser? Ich würde sagen, der Spiegel sogar. Jetzt brauchen wir nur noch ein Ritualmonster, was wir topdecken können. Ich würde sagen, mir ist mega unfair. Soll ich da rein attacken? Da kann er sich auf jeden Fall das holen, was er will. Und dann kann er Karte ziehen. Das ist ja plus 1. Da muss ich jetzt echt überlegen. Würde mich das interessieren? Nö, wir machen gar nichts. Wir chillen einfach. Ich gucke erstmal, was er macht. Wir sind gut in der Offensive erstmal. Wir haben nichts abgezogen bekommen. Er hat 5000 Punkte schon Schaden und wir sind einfach mal plus unendlich in dem Sinne. Wir haben Friedhof, den wir setupen können. Er macht gar nichts und daher war das auch ganz gut, was wir getan haben. Tourguide sagt uns jetzt Win. Aber ihr werdet sehen, was jetzt Tourguide tut. Wir holen uns jetzt Generies of Rituals. Super Karte, meiner Ansicht nach. Ihr werdet sehen, was wir jetzt tun werden, Leute. Crimson Sunbird, Zen Mains, Livia. Livia, kann ich damit irgendwas holen? Nein, kann ich gar nicht. Ich kann aber Nightmare Shark machen, kann direkt angreifen, das ist cool. So, zack. Oder? Nee, auf jeden Fall will ich ihn loswerden. Und will ich Tourguide loswerden? Ja, aber ich will Tourguide auch loswerden, komm. Nightmare Shark! Will seinen Effekt aktivieren. Zack. Jetzt hat er 3. 3! Das ist einfach zu brutal, ey. So, und wir können jetzt mit einem Monster direkt angreifen. Mit einem Wassermonster, was wir wählen können. Und zwar wollen wir Trishula wählen. Gehen in die Battleface, greifen mit Trishula an. Und wir wollen einen direkten Angriff durchführen. Too OP. Das Deck ist einfach unfair. Gerade Nightmare Shark oder Abyss Drella. Die ganzen Monster sind alles Wasser. Die kriegen alle Boost durch die Attacken. Oder Nightmare Shark sagt in dem Sinne, hey, du kannst direkt angreifen, Trishula. Ist das cool? Er kann auch nichts mit Junk Synchron wiederholen. Er kann sich jetzt ein, wie heißt es? Amadis? Amadis ist es, glaube ich, ne? Amadis machen, wenn er will. Oder ein Castor. Und er macht, kommt ein Castor. Okay, ein Castor. Castor kann über alles drüber tacken, aber ist ja in dem Sinne schon, it doesn't matter. Wir können, er ist gleich tot, aber ich kann mit ihm hier direkt angreifen, wenn ich will. Und daher ist es eigentlich total Banane, was er jetzt tut. Außer er hat natürlich Mirror Force oder Deep Prisoners verdeckt. Oh, da ist die Face Down. Da habe ich aber keine Angst vor eigentlich. Wir haben nichts, was wir benutzen können hier. Wir aktivieren den Effekt von Nightmare Shark. Hauen uns den weg. Und mit Nightmare Shark direkt angreifen. Mal gucken, ob es durchkommt. Direkter Angriff. Und das war's, Leute. Ja, wie gesagt, Neckloff. Was sagt ihr? Ich finde den Archetype eigentlich zu OP schon. Shadows können nichts gegen machen. Die sagen, Shadows sagt zwar, hey, einmal Special Summon nur, aber hey, es reicht nur eine Special Summon. Dann kannst du für Schüler raushauen. Banished den Winder. Und alles, was am Friedhof hat, den Beast. Und was in der Hand dann noch. Das ist einfach too strong, meiner Ansicht nach, der Archetype. Von daher, ja, Leute, schreibt mal eure Meinung zu dem Archetype in den Kommentaren. Würde mich interessieren. Und wenn ihr mehr Duelle davon sehen wollt, dann ja, auch in die Kommentare rein. Oder wenn ihr sagt, hey, ich will mehr, Duelle sehen von neueren Sachen, die jetzt rauskommen, Zero, das wäre viel cooler und ja, wie gesagt, lasst mich einfach alles wissen. Das Death Row Turnier wird bald starten, wie gesagt, in den Herbstferien, glaube ich erst, weil ich jetzt gerade wenig Zeit habe.
Und in den Herbstferien habe ich vielleicht, wie gesagt, eine Woche Urlaub. Und da kann ich dann vielleicht mit euch dieses Turnier durchführen. Deswegen ist das erstmal, wie gesagt, ein bisschen verspätet. Aber das wird auch alles in meinem Vlog erzählt der nächsten Tage hoch. Und von daher, Leute, haut rein, bis zum nächsten Part. Und ciao, euer Zero.